Ja, schönen guten Abend. Moment. Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, Frau Maria Clara Duclos Carrioso. Entschuldigung, ich hoffe. Sorry. Okay. Ich freue mich sehr, heute Abend die vierte Ausgabe von Dias de Cine, dem lateinamerikanischen Filmfest, hier eröffnen zu dürfen. Uns erwarten 4 Tage, volles Programm mit Filmen aus ganz unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas. Und ich möchte mich zunächst ganz, ganz herzlich bei dem Verein Café Azul, den Organisatoren dieses Festivals, bedanken und stellvertretend dafür Pilar Mendoza, Gala Montero, Tanja Hernandez und Laura Teixeira und eurem ganzen Team, die sonst noch im Hintergrund mitgearbeitet haben. Also ein ganz herzliches Dank für... Es ist immer sehr schwierig, irgendwie eine Auswahl zu treffen, weil eigentlich jedes Land für sich schon so eine Vielfalt an Filmen aufzuweisen hat, dass man eigentlich jedem Land ein eigenes Festival widmen könnte. Aber ich finde das eigentlich auch gerade interessant in dieser Mischung, weil ich denke, jetzt die Filme, die sie in den nächsten Tagen sehen wird, dieses Filmfestival, das zeigt eigentlich auch die Vielfalt und den Reichtum des lateinamerikanischen Kontinents. Und gerade trotz der Unterschiedlichkeit gibt es auch sehr viele Gemeinsamkeiten, viele gemeinsame Themen, die die Länder auch wieder miteinander verbinden. Und so zeigt sich in diesem Programm, das hat den Titel Körper und Territorium. Es geht es sehr viel um ja, eben Themen, zum Beispiel die indigene Bevölkerung, Alter, Pflege. Das sind so Themen, die sich durch mehrere Filme durch das Programm ziehen. Und so haben wir viele Berührungspunkte zwischen den Filmen. Und ja, ich glaube, dass wir uns die nächsten Tage hier ein sehr interessantes Programm erwartet und möchte dann damit weitergeben an die Organisatorin Pilar Mendoza. Buenas noches, señoras y señores, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Dias de Cine, dem lateinamerikanischen Filmfest. Wir sind einfach total zufrieden, zum vierten Mal hier zu sein. Das ist schon 4 Jahre und wir freuen uns sehr, dank Ihnen, unser Lieblingspublikum und natürlich Filmmuseum und Natascha Gikas. Wir freuen uns sehr auf unser schönes Programm dieses Jahr, 10 Longfilme, 6 Kurzfilme. Wir haben in diesem Jahr einen Regisseur aus Brasilien und auch einen Regisseur von Kurzfilmen aus Argentinien und noch andere aus Kuba. Sie können in den nächsten Tagen alles gucken und genießen. Wir freuen uns auch, dass in diesem Jahr schon wieder in Kooperation mit der Goethe-Universität stattfindet, wo wir heute eine interessante Diskussion mit dem Regisseur Sergio Andrade hatten. Ein besonderes Dankeschön an unsere Fördere und Kooperationspartner, zuerst natürlich Filmmuseum, Frankfurter Kulturamt, die ANCA, Amt für Multikulturelle Angelegenheit, den Centro Cultural Brasileiro, natürlich die Konsulate aus Lateinamerika, Argentinien, Chile, Peru, Mexiko, dieses Jahr Botschaften aus Guatemala und Kolumbien. Wir bedanken auch ganz herzlich unsere Sponsoren, 55 Hours Hotel, Club Sudamerica, Agua Navoca, den Stadtmobil und Cafu Chico. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Dias de Cine 2016 und einfach vielen Dank, um hier zu sein. Boa noite a todos. Vou passar para o português agora. Ich werde jetzt auf Portugiesisch reden und ich habe hier die großartige Unterstützung von Carlos Frederico, die dann die Übersetzung machen wird. Muito agradecido. Entschuldigung.
Guten Abend allen und ich möchte das jetzt den brasilianischen Film einleiten und ich mache mein Bestes zu übersetzen. Bom, estou muito contente de poder receber aqui hoje na abertura do quarto dia de cine o diretor Sérgio Andrade, que veio diretamente do Brasil. Ich freue mich sehr, hier heute den Regisseur Sérgio Andrade vorzustellen, der direkt aus Brasilien zu diesem Dia de Cine hergekommen ist. Nesse momento também gostaria de fazer um pequeno aviso para quem viu o nosso programa, a nossa brochura. Nós também falamos que o outro diretor do filme, Fábio Baldo, também estaria presente, mas por motivos profissionais de outros festivais que o filme está participando nessa mesma semana, ele não pôde estar presente. Mas nós estamos muito felizes que o Sérgio pôde vir. Wie Sie in der Broschüre vom Festival gesehen haben, hat der Film zwei Regisseure. Der andere war auch vorgesehen zu kommen, leider war im letzten Moment verhindert. Deswegen freuen wir uns halt nur, dass Sérgio wenigstens gekommen ist. Bom, vou apresentar o Sérgio rapidamente. Ele é manauara, né? Nascido em Manaus. E apesar de ter tido contato com o cinema desde muito cedo, numa anedota que ele pode contar depois no debate, para quem ficar até o final. Ich möchte kurz Sérgio Andrade vorstellen und Ihnen sagen, dass er aus der Stadt Manaus in Amazonien stammt und er wird nachher während der Diskussion am Ende wird er eine kleine Anekdote erzählen, von wie er zum ersten Mal zum Kino kam. E, bom, mas apesar de um começo um pouco tardio, o Sérgio fez três curtas-metragens que tiveram uma carreira em festivais internacionais. Sérgio hat relativ im Vergleich relativ spät angefangen in diese Karriere zu machen und hat zunächst mal drei Kurzfilme, die auch auf internationalen Festivals gezeigt wurden, gemacht. E com o seu primeiro longa, Floresta de Jonatas, teve não apenas um sucesso em festivais, mas talvez até alguns de vocês tenham visto o filme, porque ele passou no circuito comercial aqui na Alemanha. Em que ano que foi? 2013. Em 2013. Dann hat er seinen ersten Langfilm gemacht, der also auch einen großen Erfolg hatte, insbesondere in Deutschland, wo er sogar in kommerziellen Kinos gelaufen ist in 2013. Der Titel des Films in Brasilien war Historia de Jonatas, also A Floresta de Jonatas, also der Wald von Jonatas. In Deutschland ist der Film mit dem Titel gelaufen, im dunklen Grün. Dunklen Grün. Im dunklen Grün. Muito bem. Bom, bom, então agora Sérgio veio trazer o seu segundo longa-metragem, Antes o Tempo Não Acabava, que nós vamos ver na sequência, e convido a todos para ficar e participar do debate, para a gente conversar mais sobre o filme depois. Jetzt stellt er hier seinen zweiten Langfilm vor, Antes o Tempo Não Acabava, der also den englischen Titel derzeit hat, Time Was Endless. Auf Deutsch hat er, glaube ich, noch keinen Titel. Übersetzt heißt das Portugiesische, früher ging die Zeit nicht zu Ende. Und wir freuen uns sehr und laden Sie ein, nach dem Ansehen des Films auch hier bei der Diskussion daran teilzunehmen und möglichst viele Fragen zu stellen. Então, Sérgio vai dar umas palavrinhas também agora. Sérgio wird jetzt auch ein paar Worte sagen. Quero agradecer, tá ouvindo? Tá. Quero agradecer muito ao Dias de Cine, ao Film Museum, e é um prazer trazer esse filme aqui para a Alemanha. Ich möchte mich sehr bedanken an Dia de Cine und auch dem Filmmuseum und es ist für mich eine große Freude, den Film nach Deutschland mitzubringen. Parece que está na minha vida vir para a Alemanha, eu acho isso ótimo. Es scheint so zu sein, dass es in meinem Schicksal steht, dass ich immer nach Deutschland kommen muss. Dividi a direção desse filme com o Fábio Baldo, que manda abraços a todos, não pôde vir. Ich habe zusammen mit Fábio Baldo diesen Film in Co-Direktion Regie geführt und er schickt allen eine große Umarmung und bedauert, dass er nicht hier sein kann. E boa sessão a todos. Und wir hoffen eine schöne Session für alle. Fiquem para o debate depois. Bleibt für die Diskussion im Anschluss.
Ich weiß, dass alle nicht mehr warten können, um den Film zu sehen, aber ich wollte noch ganz, ganz kurz zwei Sätze über den Vorfilm sagen, weil es ist auch ein außergewöhnlicher Film, den wir hier gebracht haben. Es war nicht so leicht, den Film hierher zu bringen, ich muss sagen, aber ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Und zwar, es ist ein Kurzfilm, der heißt auf Portugiesisch Nós e a Cidade, Us and the City, ist der englische Titel, internationale Titel. Und es ist ein Kurzfilm, der gemacht wurde während des Projekts Vídeo nas Aldeias. Das ist ein Projekt in Brasilien, der seit den 80er Jahren Workshops in indigener Bevölkerung macht. Sie bringen so Kameras und so Materialien und geben so kleine Kurse und so weiter, sodass die Indigenen selbst seine Geschichte erzählen können. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt in Brasilien. Wir freuen uns sehr, hier so einen von diesen Kurzfilmen heute zeigen zu können. Und ja, wir hoffen, dass es auch ein interessanter Gegenpunkt zu dem Film ist, so eine Ergänzung eigentlich. Aber ich glaube, das wird ganz interessant sein, auch für den für das Gespräch nachher. Und ich hoffe, dass alle dann bleiben, sodass wir mehr darüber sprechen können. Vielen, vielen Dank, dass alle gekommen seid und Film ab. Bom, gostaria de convidar então o Sérgio e o Carlos Frederico para me juntarem aqui na frente para a gente começar o debate. Ich lade jetzt den Regisseur und unseren Übersetzer hier vorne, sodass wir über den Film sprechen können. Bom. Yes. Eu gostaria, bom, muitas perguntas, acho que o filme é muito, enfim, suscita muitos debates, vamos ver, vou abrir logo para perguntas do público. Tá certo. Mas vou começar com uma pergunta. Gleich wird das Publikum, kann das Publikum seine Fragen stellen, aber Laura will als erste eine Frage an den Regisseur stellen. Eu queria começar falando, perguntar, porque hoje no debate na universidade você comentou que você gosta muito de documentários. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão entre documentário e ficção. E eu acho que, tanto para os brasileiros quanto não brasileiros, tem muitos elementos desse filme que são desconhecidos. Então, seria interessante saber um pouco as etnias que estão presentes, os rituais que vocês mostraram, o que dali é relativamente documental, digamos assim, apesar de ser um filme de ficção, isso está claro também. Deixa eu trazer. Bei dem Gespräch heute Nachmittag auf der Universität hast du schon erwähnt, dass dir Dokumentarfilme sehr gefallen und hier wollte ich dann anhand dieses Films, der eigentlich zwar ein Fiktionsfilm ist, doch fragen, was davon ist sozusagen dokumentenähnlich, auch wenn es sozusagen in diesen Film eingebaut ist. Boa noite, de novo. Sim, existem vários elementos que fazem esse filme ter um forte apego ao documentário. E a gente foi descobrindo isso aos poucos, assim. Primeiro deles é que a gente filmou nas comunidades dos próprios índios. Aquilo não era uma locação dissociada das comunidades dos índios, né? Inclusive, a principal locação onde o Anderson morava, onde o Anderson mora no filme, o Anderson personagem, é a comunidade do próprio Anderson ator. Wir haben angefangen, den Film zu drehen und haben uns nach und nach, ist uns aufgefallen, dass wir immer stärker sozusagen diese Wirklichkeit dokumentarisch darstellen mussten. Und zum Beispiel ist also die Gemeinschaft, in der der Anderson wohnt, ist also eine wirklich existierende und nicht also erfundene, Anderson, Schauspieler, wohnt also tatsächlich in diesem Umfeld. Quando eu escrevi o roteiro,
eu também tive o Anderson, ator, muito na minha cabeça, porque eu conheci ele, ele trabalhou comigo em filmes anteriores, e eu me aproximei muito da vida dele, da trajetória dele, que é uma trajetória muito parecida com a do Anderson, personagem. Ele veio da aldeia, ele foi para a cidade, criança ainda, ele tem também, embora a etnia dele seja outra, diferente da etnia da Tucandeira, que é a Sateré-Maué, te dando trabalho, né? A etnia dele é diferente. Ele teve também rituais no passado dele, né? No lado da tradição da etnia dele, que são muito importantes. Então, toda essa ruptura de um indígena que vem da aldeia e vem para a cidade, todo esse caminhar do filme é muito documental também, porque parece contar a vida do próprio Anderson. Mas, é claro, o personagem é muito diferente do Anderson também, né? Als ich Anderson kennenlernte, er hat mit mir auch schon in anderen Filmen gearbeitet, habe ich doch sozusagen das Gefühl gehabt, ich muss das ganze Umfeld, in dem er wohnt, muss ich also sehr stark sozusagen aufarbeiten und zeigen. Und dadurch hat sich diese Arbeit so dokumentarisch entwickelt. Anderson ist zwar nicht vom gleichen Stamm, wo dieser Initiationsritus mit den Ameisen stattfindet, aber er hat natürlich in seiner Kindheit ähnliche Initiationsriten auch gehabt. Und außerdem hat er natürlich auch diesen Weg vom Kind aus dem indianischen Dorf in die Stadt ebenso mitgemacht. E por fim, é importante, isso é realmente uma questão. E por fim, a nossa escolha estética da narrativa do filme. O filme começa com o ritual das tucandeiras, das formigas, de uma maneira que é muito documental, parece que é um documentário. Tudo mais, e aí vai havendo essa mistura, né? Parece que o documentário vai se apropriando da ficção e a ficção vai se apropriando do documentário, e esse é o tom que a narrativa acaba ganhando. E aí, por isso, todo esse percurso narrativo que é muito do documentário, embora seja ficção. Wir mussten, um die Geschichte zu erzählen, ja viel von diesen Dingen erzählen, die also die Initiation der Indianer ausmacht, wie zum Beispiel der Ritus mit den Handschuhen, wo die Ameisen dann die Hände zerstechen. Und da wir das unbedingt ja zeigen mussten, um die Geschichte erzählen zu können und das mit einer sehr expliziten Weise, wie es auch gemacht wird, bekam die ganze Sache einen sehr stark dokumentarischen Anstrich. Você falou já do Anderson, mas tem outros atores indígenas que são de etnias diferentes também. Então, tem essa questão que são faladas diferentes línguas, idiomas indígenas no filme. E você disse que eles... Bom, vocês não criaram uma língua comum para o filme, apesar de ter tido esses atores de origens diferentes, mas eles se conversam em línguas diferentes, né? Sim, são quatro. Übersetzung bitte. Die anderen indianischen Darsteller sind ja von anderen Stämmen und spielen aber hier auch mit. Und es war ja in den Fällen, wo also indianische Sprachen gesprochen wurden, kommen ja sehr verschiedene Sprachen vor. Und wie war das sozusagen, um auf dem Set dann eine Kommunikation zu veranstalten? De fato, são quatro idiomas indígenas falados. O Sateré-Maué, que é o da tribo, que é o da etnia, que faz o ritual das formigas, né? O Ticuna, que é do Anderson, né? E daquela comunidade onde ele vive. O Tariano, que seria da irmã do Anderson e também do velho pajé. E o Dessana, e o Baniwa, ou o Nyangetu, que seria de um do ajudante do velho pajé. Do ajudante do velho pajé. Então, quatro idiomas, e em todos os indígenas lá, indígenas urbanos, todos eles, são de fato dessas etnias, né, originários dessas etnias, mas todos falam português. Então, o nosso roteiro, ele era em português, né? E no lugar das falas indígenas, a gente foi trabalhando através das línguas deles. Mas o mais curioso de tudo é que eles se entendiam, embora falando de línguas, idiomas diferentes, eles se entendiam, né?
Es kommen vier verschiedene indianische Sprachen vor. Satere, Mauer, dann das ist also die Sprache, die Satere Mauer, Chikuna, das Formigas. Das ist da, wo das Ritual mit den Ameisen vorkommt. Dann Chikuna, das ist also die Sprache, die eigentlich zum Stamm von Anderson gehört. Dann, desculpa, eu fiz Tariano também. Tariano. Which is the sister. Die Schwester von Anderson spricht also Tariano. Und auch, und auch einer der Medizinmänner. Nyangetu e Desana do ajudante do pajé. Und Nyangetu spricht also der Gehilfe von dem Medizinmann. Alle sprechen natürlich auch Portugiesisch. Das Drehbuch war auch auf Portugiesisch. Und was erstaunlich war, war, dass auch wenn sie, sagen wir so, um diese indianische Sprache in das Drehbuch hineinzuarbeiten, war es halt ganz wichtig, dass man das sozusagen nach und nach annähert. Und erstaunlich war, dass auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen, konnten sich diese indianischen Darsteller sehr gut untereinander verständigen. Vamos ver, já tem alguma pergunta do público? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Eu queria saber essa figura que aparece quando ele está no salão de beleza, essa figura masculina que ele identifica, mas no filme não fica muito claro quem é essa pessoa. Ou qual a função dessa pessoa? In dem Friseursalon gibt es also diesen jungen Mann, der sozusagen dem Anderson auch ein Geschenk überreicht. Es wurde nicht ganz klar, wer diese Person in dem Film, was diese Person in dem Film darstellt. Eu acho que é exatamente nesses pontos é que a gente imprime que o filme é uma ficção. Porque se a gente se desse as explicações ou se desse o trabalho de explicar, ele perderia, ele entraria num ramo do documentário muito paradidático e eu acho que perderia esse sonho da ficção, primeiro falando. Mas eu vou já explicar quem é o... Eigentlich sind diese Figuren besonders wichtig, zu unterstreichen, dass es ein fiktionaler Film ist, weil wenn man jetzt alles sozusagen im Film erklären würde, dann würde es das Fiktionale verlieren und nur zum Dokumentarfilm werden. Ich werde aber jetzt gleich erklären, was für eine Person das ist. Essa figura é uma figura mitológica, é uma entidade mitológica chamada Mapinguari. O Mapinguari ele é descrito por várias etnias indígenas, principalmente os índios da Amazônia. Ele tem completa ligação com a floresta, ele defende a floresta. Ele é um monstro peludo, com a pele clara, mas muito pelo, um pelo que é meio dourado, né? Como se fosse um grande bicho preguiça, com uma boca na barriga e engole os caçadores e quem ataca a floresta. Diese Figur entspricht einem Mythos, den sehr viele verschiedene Indianerstämme pflegen. Dieser Figur ist also ein Monster, welches heißt Mapinguari. Mapinguari. Und dieser Mapinguari wird in den Mythen immer beschrieben als eine Figur, die helle Haut hat, aber sehr starkes Fell, so ähnlich wie ein Faultier. Und auf dem Bauch hat diese Figur, also in den Mythenbeschreibungen, einen großen Mund, in dem sozusagen die Jäger verschluckt werden. Claro, dentro do ideário da nossa história e tal, de como a gente concebeu, ele também representa uma figura masculina, de forte impressão masculina mesmo, né? Do viril e tudo mais no filme. So wie wir das in den Film eingebracht haben, ist natürlich ein sehr maskuliner Typ, der also sozusagen auch diesen Eindruck macht als ein besonders viriler Figur. No teu filme, o subjeto que
no teu filme, o subjeto relacionamento a gender, a sexual orientação sexual, é um problema, não é um problema, mas é um momento quando eu não tenho visto há muito tempo um filme que ser subjeto indígena em orientação sexual. Então, isso é, nos últimos anos, uma, eu não sei, problemática, mas uma discutido, uma coisa, questão, yeah? Deixa eu traduzir primeiro. Terminou? A pergunta? A segunda questão é como foi fácil conseguir o Kraftwerk para o soundtrack? É a segunda questão. Como conseguiu o quê? O Kraftwerk song for the soundtrack. Was easy? Was fácil? Die erste Frage ist, es ist ja ganz klar in dem Film, dass hier das Gender-Problem aufgeworfen wird. Und ihm ist kein anderer Film bekannt, in dem dieses sozusagen über Indiana, in dem dieses also ein Problem ist. Also würde er gerne sozusagen etwas mehr darüber hören. Und die zweite Frage habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Ich habe nicht gesehen in South America. Yeah, Native American, ich habe schon, gibt schon, aber ich habe nie einen South American Film mit Indianern in diesem Zusammenhang, habe nicht das gesehen. Ja, was ich so verstanden habe, ist, dass mit südamerikanischen Indianern das Gender, die Genderfrage noch nicht für sie bekannt war. In einer Film aufgefangen. Ja. Und die zweite Frage ist, wie bei einfach so den Soundtrack noch zu gewinnen, die Kraftwerk. Ja, die zweite Frage ist, Soundtrack ist really cool. Wie also sozusagen die Band Kraftwerk für die Soundtrack gewonnen werden konnte. Bom, eu vou responder logo a do Kraftwerk, que é mais fácil. É simples. Kraftwerk... Não há nada que dinheiro não possa comprar. Er wird die erste ou zweite Frage beantworten über Kraftwerk und die Antwort ist kurz und bündig. Es gibt nichts, was man mit Geld nicht kaufen könnte. Ou será que há? Oder sind Sie da anderer Meinung? Já a questão sobre a homossexualidade, se você raciocinar o seguinte, só na Amazônia nós temos mais de 250 etnias indígenas diferentes. E no Brasil todo são mais de 300, quase 400 etnias indígenas diferentes. Cada uma tem a sua, o seu lendário, o seu imaginário, tem a sua estrutura social, né, na comunidade, tem toda uma maneira de se posicionar perante o mundo e tem também uma maneira de se organizar quanto aos desejos, às pulsões primais dos seus componentes. Sie müssen zu der Genderfrage Folgendes sehen. Allein im Amazonasgebiet gibt es ca. 250 verschiedene Indianerstämme und in ganz Brasilien zwischen 300 und 400. Und jede von ihnen hat also eine ganz eigene Vorstellungswelt und eine ganz eigene Einstellung zur Welt und natürlich auch sozusagen eine unterschiedliche Einstellung zu den zur Lust und zu den Pulsionen, die also sozusagen den Sex ausmachen, nicht? Apesar de ser tema bastante curioso, forte, não existem tantas pesquisas assim. Existe livro muito bom que trata da homossexualidade indígena, e a gente fez uma pesquisa também muito tanto empírica, mas enfim, tendo contato com os índios e das histórias que a gente conhecia, né? Então, o que eu posso dizer é que cada etnia reage de uma forma diferente. Se você perguntar ao Anderson, o ator, como é que é a homossexualidade na aldeia dele, lá no interior,
ele vai dizer que não é uma coisa que existe forte ali, mas que a partir de um contato maior com o homem branco surge a homossexualidade, né? Já em outros casos, a homossexualidade nasce na aldeia e ela é assimilada por todos de uma forma natural. Então existem várias diferentes maneiras de lidar com isso. Es gibt, wie gesagt, relativ wenig Recherchen über dieses Thema. Was er kennt, ist nur ein Buch, was damit umgeht. Und deswegen haben er und sein Team selber sozusagen eine Recherche gemacht unter den Indianern, um die Einstellung zur Homosexualität zu erfahren. Als er mit Anderson gesprochen hat, hat Anderson ihm gesagt, dass es bei, in seinem Volk also keine große Rolle gespielt hat. Aber sozusagen andere Stämme können ganz was anderes sagen, und vor allen Dingen gibt es eben auch Stämme, die wahrscheinlich sagen würden, dass die Homosexualität eigentlich durch den Kontakt zu den Weißen auf einmal eine bestimmte Wichtigkeit bekommt. Porque sobre os índios do Brasil, existem outros livros internacionais sobre, eu não vou conseguir listar agora, mas existe existe um livro, eu não vou lembrar agora o nome do pesquisador, mas existe esse livro que é sobre os índios brasileiros, tá? Depois eu posso passar o nome dele, é a homossexualidade nas aldeias indígenas, o título é um título bem explicativo, não lembro agora o nome do autor. Die Frage war, wie das Buch heißt, wo es darum geht, und er kann sich leider an den Autor nicht erinnern, aber der Titel, sagt er, ist also ganz ausführlich darüber, die Homosexualität in den indianischen Dörfern. Mas existem também várias pesquisas de acadêmicas, né, que não se tornaram, nem todas se tornaram livros, a gente teve acesso. Se você tiver uma busca acadêmica disso, você vai encontrar várias, né? E de fato, elas são bem... elas compartilham mais ou menos a mesma ideia dessa diferença, dessa multiplicidade de reações que existe em cada etnia, né? Es gibt natürlich auch Forschungsergebnisse, die nicht als Buch erschienen sind, über dieses Thema. Und man müsste die also recherchieren und finden, wo dieses Problem untersucht wird. Und aber alle, die er kennt, sagen auch das aus, dass sozusagen von in jedem Stamm und in jeder Ethnie der Indianer der Zugang zu dieser zur Homosexualität ein völlig anderes. Existe também um documentário chamado Parente do Aldemar Matias, o nome dele. É um documentário curto que trata da profilaxia da AIDS nas aldeias indígenas. Es gibt aber auch einen sehr kurzen Dokumentarfilm von einem Mann, der Aldemar Bachias heißt, der über die AIDS-Prophylaxe in den Indianerdörfern berichtet. E ele vai às aldeias e entrevista vários indígenas, porque eles distribuem camisinha e etc. E é incrível como tem vários relatos de indígenas gays, né, nas aldeias, dizendo que é muito bom, que eles precisam mais disso, porque um deles tem vários namorados, e etc. e tal, e outro, e são vários relatos, que a gente percebe um lado muito mais verdadeiro, muito mais realista desse tema, do que fazer um documentário para pesquisar esse tema, né? In diesem Dokumentarfilm gibt es halt die übliche Verteilung von Kondomen und so weiter. Und dabei werden natürlich also auch die Indianer befragt und auch sehr viele schwule Indianer. Und die erzählen dann, und es gibt welche, die haben also sozusagen mehrere Freundschaften. Und da dieser Dokumentarfilm zeigt in sehr realistischer Weise, wie das Phänomen also außerordentlich real ist. E também lembrei agora de um outro livro importante do Luiz Motti, do Grupo Gay da Bahia. Ele escreveu um livro muito bom sobre antropologia e homossexualidade com os índios, né? Und ihm fällt gerade noch ein anderes Buch ein von einem Mann, der heißt Luiz Motti, der also ein Buch über die Homosexualität, ein sehr gutes Buch über die Homosexualität bei den Indianern geschrieben hat.
Hallo, ich hatte eine Frage über diesen Moment im Film, wo der Anderson seinen Namen offiziell zum Anderson ändern möchte. Und ob das so eine Initiative ist in Brasilien, dass indigene Menschen dann einen, in Anführungsstrichen, weißen Namen nehmen können. Und über diese... Etwas lauter sprechen. Über diese... ist das an? Ja. Über die Dichotomie, die im Film dargestellt wird, von weiß und indigen, um die andere Hautfarben da drin fallen. Bitte nochmal kurz wiederholen. Welchen Teil? Ja, alles. den Kern der Frage. Ich wollte wissen, ob es eine Initiative von der brasilianischen Regierung ist, dass indigene Menschen ihren einen weißen Namen nehmen können. Also, ob es ja, jetzt habe ich verstanden. Ela queria saber se é uma iniciativa oficial do governo de obrigar os índios a tomar nomes de brancos. Ela estava falando desse episódio no filme. É, não é uma obrigação, mas é o seguinte, para você ter documentos de branco, como a carteira de identidade, o título de eleitor, o passaporte, no Brasil são vários, o passaporte, a carteira de trabalho, né? Há uma certa rejeição burocrática a nomes indígenas, que isso é um paradoxo muito interessante, porque o nome indígena ele fala de coisas bonitas, como a onça bebeu água, mas só que na língua deles, então é gunegune katakatawe. É um nome muito complicado para o branco falar em português. Então, eles rejeitam. Né? Não é que seja uma... Então, se o índio ele se vê obrigado a escolher um nome de branco, porque ele tem um nome indígena que é inspirado na natureza, mas com a língua deles. Só que vai ser muito... Não vai ser entendido, vai ser rejeitado burocraticamente. Então, ele tem que se chamar com o nome de branco. Es gibt also jetzt keinen offiziellen Zwang in dem Sinn, aber die Bürokratie versucht natürlich, die Indianer dazu zu bringen, wenn die also Papiere brauchen, einen Personalausweis, einen Pass oder sonst irgendetwas, dass sie sozusagen dort mit Namen geführt werden, die die Bürokratie verstehen kann, weil die Indianer haben sehr poetische Namen, so wie zum Beispiel hier hat der Jaguar Wasser getrunken und das ist also so wie es ausgedrückt hat, kann es nicht nachmachen. Ein sehr komplizierter Name, der natürlich in die bürokratischen Standards nicht reinpasst. Deswegen gibt es sozusagen den sanften Druck von der Bürokratie, dass die Indianer sich umbenennen, damit sie sozusagen also in die Schablone hineinpassen. Und ich hatte eine zweite Frage über wie andere Hautfarben innerhalb von diesen weißen Indianern Dichotomie, die im Film dargestellt fallen. Wie viel? Wie viel was? Frag mal, Spanisch. Er steht in Spanisch. Ja, okay. O sea, como otros colores de piel caen en esa dicotomía de blanco y, e indígena. O sea, ¿por qué todos los brasileros que viven de forma como en el occidente, se consideran blancos y no otras cosas. Não, ela quer perguntar como é que é essa dicotomia entre cor branca e outras cores e quantas variedades que há e qual é o... Não é uma questão de cor. Não é uma questão de cor. É uma questão de idioma indígena, né? Que tem nomes muito diferentes para se registrar com os documentos brancos, né? O branco é uma classificação, não é uma questão da cor da pele. Die Frage ist nicht die echte Farbe der Haut, sondern die Farbe ist eigentlich mehr eine kulturelle und sprachlich. Also um sozusagen, damit der Indianer sich einschreiben kann in die bürokratischen Prozesse, braucht er eben etwas, was also die Weißen halt verstehen und was also weniger indianisch klingt. O negro, vou tentar responder. O negro brasileiro, por exemplo, ele não fala africano, nenhuma língua africana, ele fala o português. Então, os nomes deles vai ser o nome da língua portuguesa, né?
que é mais assimilado normalmente. Dieses Problem ist natürlich sehr spezifisch bei den Indianern, weil zum Beispiel auch andere Hautfarben, die in Brasilien existieren, wie zum Beispiel die Schwarzen, die haben heute keine afrikanische Sprache mehr, die sie sprechen. Das heißt, sie haben bereits Namen auf Portugiesisch und insofern ist dieser Druck für diese Ethnien eigentlich also nicht vorhanden. Usted entendió que yo puedo hablar en portuñol si tú quieres. Que la cuestión es más lo idioma, el idioma. No es la cuestión de la color de piel. Sí. Queria primeiro te parabenizar pelo filme, achei super bonito. Obrigado. E também, assim, eu que digo obrigada, porque me deu um alívio, assim, porque não rolou nenhuma tragédia, como sempre, né? E isso foi ótimo, cara. Bom, eu fiquei... Tragédia. É triste, eu quero dizer. É super triste. Desculpa. Die Dame möchte ihn also ihm gratulieren, dass sie diesen Film sehen konnte. Und vor allen Dingen hat ihr gefallen, dass in diesem Film also keine besondere tragischen Gewaltereignisse, obwohl es also ein sehr trauriger Film ist, vorkam. Você diz assim, uma tragédia pelas questões indígenas que chegam sempre ao cinema e que são de índios dizimados e etc., é isso? É, porque os filmes são sempre assim, eu digo, aquela coisa do perigo está vigente todo o tempo. Eu não senti isso no seu filme, o perigo, sabe, de ele sofrer uma agressão violentíssima, de repente. Ele não sofreu realmente isso. Apesar de sofrer todo o tempo, né, de ser... Mas ele sobreviveu e, no final, ele ri até. Né, ele, né, deixa eu traduzir primeiro. Ja, was die Dame meint, sie will das jetzt nochmal erläutern, dass das also sozusagen zwar ständig der Indianer Anderson zwar ständig leidet, aber dieses Leiden kommt jetzt nicht von einer besonders aggressiven Einstellung und von sehr aggressiven Szenen, die in dem Film vorkamen. A gente tem sempre que lembrar do contexto do indígena urbano, né? Porque ali é toda uma comunidade que habita a periferia de Manaus e que é assim mesmo, são várias etnias que se chamam de parentes e que têm problemas de discriminação, sim, de preconceito, sim. No nosso filme, a gente quis dar uma certa supremacia para eles. Eles mantêm o idioma deles, eles têm até karaokê na língua indígena. Quer dizer, a gente quis dar uma supremacia para eles. Der Film ist ja in Manaus gedreht worden und in Manaus gibt es einfach diese städtischen Indianer, die noch versuchen sozusagen ihre Kultur auch zu bewahren, ihre Sprache weiter zu sprechen, auch wenn sie von sehr vielen verschiedenen Stämmen sind. Sie haben ja sicher gesehen, dass es in dem Film also auch Karaoke-Feste gibt mit diesen indianischen Sprachen. É um filme sobre isso, sobre identidade mesmo, mas ele sofre muito, como você falou, porque a identidade dele está em xeque, porque o índio, são anos e anos de índios dizimados, de índios massacrados, e o que acontece, por exemplo, num ambiente que nem é tão urbano como os Guarani Kaiowá, que têm sido massacrados ali naquela área de quase fronteira do Brasil, que onde tem as aldeias deles... É terrível que os ruralistas, né, os grandes agricultores querem a terra dos indígenas e massacram eles. Quer dizer, esses anos e anos de massacre do indígena, eu acho que está também nesse filme, porque é uma raça que foi muito dizimada, né? E eles têm que, parece que viver na margem, tem que viver na margem e tentar se inserir.
Der Film ist, das Thema von dem Film ist ja die Identität. Und die Identität ist ja etwas, was diese Indianer ständig verlieren. Und hier wird das also anders gezeigt als zum Beispiel die gewaltsame Verlust der Identität, wie zum Beispiel in anderen Regionen, wie an manchen Grenzen von Brasilien, wo Guarani Kaiowas also einfach massakriert werden und mit Gewalt entsorgt werden, weil also Großgrundbesitzer ihre Ländereien haben wollen. Und das ist also der Zugang in diesem Film ist also ein anderer. Só para terminar, você começa o filme em Santo Ângelo, que é a cidade onde eu nasci, né? Assim, e eu queria te perguntar, você... Santo Ângelo? É, não é no sul do Brasil? Não. É uma igreja? Não, isso é o curta. Não, isso é o curta que passa antes. Ah, é um curta-metragem do vídeo Nas Aldeias, não tem nada a ver com o nosso filme, não. Por isso que eu... É um curta antes? Die Dame, hat gedacht, die Dame hat gedacht, dass der Film sozusagen auch in der Gegend spielt, wo sie geboren ist, im Süden von Brasilien, wo es die Mission ist, gibt. Aber sie hat das etwas verwechselt mit dem Kurzfilm vorneweg, der dort tatsächlich spielt. O nosso começa com aquele ritual da Tucandeira, das Formigas. Ali começa. Dieser Film fängt mit dem Ameisenritual an. Ja. Vielen Dank auch für diesen sehr einfühlsamen Film. Ich dachte noch, ein Motiv haben wir jetzt noch nicht erwähnt, nämlich das der Spiritualität. Und das ist ja schon irgendwie auch zentral. Und das ist auch eine besondere Perspektive, nämlich da wird ja auch von einem Opfer gesprochen und dann findet ja auch Schamanen werden erwähnt, es kommen religiöse Rituale vor, dann ja auch dieser Dialog von Anderson an dieser Felswand. Die ungewöhnliche Perspektive für mich war etwas, dass wir eigentlich so, vielleicht, ich sag mal so, eine romantisierende Perspektive auf die indigene Spiritualität haben. Hier kommt das dann doch nochmal anders zum Tragen, auch eher archaisch, eher in der Krise. Was war die Idee dahinter? Das wäre so meine Frage. Und wie blickt man in Brasilien auf diese indigene Spiritualität? Eine komplizierte Frage. Que requer uma pergunta um pouco longa. Vocês estão dispostos? Etwas längere Antwort erfordert. Uma intenção nossa, isso fica dentro do contexto ficcional, quisemos desconstruir um pouco a imagem romântica do indígena, clichê do indígena, que sempre é quase um bom selvagem, quase não tem a sua mentalidade exposta e sempre tem o seu lado estético na canoa, no meio do rio, selvagem que precisa do branco para sobreviver a uma doença, etc, etc, etc. Nós quisemos desconstruir isso. Unsere Sorge war es, das gängige Klischee zu dekonstruieren von sozusagen dem romantischen, lieben Indianer, der sozusagen auf seinem Einbaum durch die Flüsse paddelt und also sozusagen den Weißen braucht, wenn er Medizin gegen Krankheiten benötigt. Wir wollten ganz bewusst dieses auseinandernehmen. É muito curioso isso e também fruto de pesquisas, é que muito do que a gente atribui a um misticismo e a uma espiritualidade indígena, na verdade, são práticas de eugenia, são práticas de preservação da comunidade ou da etnia, como inclusive a prática do sacrifício infantil. Que eu vou explicar
Sehr viel von diesem, was wir sozusagen als indianischen Mystizismus verstehen, hat eigentlich eine ganz praktische Funktion und auch eine Funktion der Eugenik, um sozusagen die eigene Rasse also zu bewahren. Und dazu gehört dann auch das Opfer von dem kleinen Mädchen. Na prática do infanticídio, ela remonta de uma época mais antiga, embora ela ainda há relatos, e eu conheço algumas histórias que aconteceram em Manaus, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes, moderna. Essa questão do infanticídio, ela remonta de uma época mais antiga dos índios, de algumas etnias que praticavam isso. Por quê? Porque eram nômades, né, e precisavam da sua comunidade sadia. Então, se nascia uma criança com problema que não tinha cura ou que tinha problemas para se adaptar por algum motivo, com uma doença grave, etc., ela era sacrificada em prol da saúde de toda a comunidade, para a comunidade poder cumprir seu papel de nômade, de ir para outros lugares, de não desestabilizar toda o sistema da aldeia, né? Então é uma prática que não é atribuída a algo espiritual, mas sim a algo de manutenção e perpetuação da própria aldeia. Die Praxis der Kindsopferung, die hier gezeigt wird, ist etwas, was außerordentlich stark in die Vergangenheit der indianischen Stämme zurückgeht, nämlich dass es also für den Nomadenstamm außerordentlich wichtig war, dass alle Mitglieder einigermaßen gesund sozusagen mit dem Stamm mitziehen konnten. Und hatte also weniger etwas Mystisches, sozusagen diese Kinder zu opfern, sondern es hatte sozusagen die Rolle, die Gesundheit im Stamm sozusagen auf ein gesundes Level zu halten, und sozusagen durch die Opferung des Kindes verstand man, dass also sozusagen damit die Gesundheit vom Rest vom Stamm automatisch gesteigert wurde. Claro que há sempre uma atribuição ao lado espiritual, uma ligação ao lado espiritual, porque também eu acho que da evolução cultural do indígena, né, do contato com o branco e tudo mais. Agora, uma coisa que eu acho realmente uma tragédia é, hoje em dia, o índio rejeitar a sua cultura para se tornar evangélico, por exemplo, para entrar na religião evangélica. Está acontecendo muito de seitas, assim como já houve os jesuítas, né, que catequizavam os índios, o evangélico vai até lá para converter o índio ao evangelho. O ator, o Anderson Ticuna, eu não quero aqui nem criar nenhuma oposição a isso, mas ele é evangélico. A família dele lá em Manaus se tornou evangélica, apesar de índio Ticuna. Natürlich hat diese Praxis auch irgendwo eine mystische Seite. Also das ist schon richtig. Nur, wie gesagt, diese mystische Seite gehörte zu ihrer Kultur. Und er persönlich findet es also heute eine sehr viel größere Tragödie, dass diese indianischen Kulturen beiseite geschoben werden durch die Annahme sozusagen vom Glauben von evangelikalen Sekten, die also mit großem Druck in die Indianervölker gehen und die sozusagen aus ihrer Kultur entkleiden, damit sie sozusagen dann evangelikal werden. Selbst der Hauptdarsteller Anderson lebt also in einer evangelikalen Gemeinde in Manaus. Acho que tem muita coisa ainda, mas eu acho que já deu para ter uma noção desse assunto, que é muito complexo. Kann man sicher noch sehr viel mehr sagen, aber das ist in kurzen Worten die Antwort, die ich hier geben kann. Nein, zu den Jesuiten heißt er, die Evangelikalen machen heute, was die Jesuiten im 16. Jahrhundert gemacht haben, nämlich sozusagen die Kultur der Indianer zu ersetzen durch das Christentum und sozusagen damit die kulturelle Inzidenz der Indianer auszulöschen. Embora, só um adendo, embora, não querendo defender os jesuítas, jamais, mas assim, embora naquela época, quer dizer, as coisas eram diferentes, havia
um pretexto de dizimar os índios, quer dizer, os espanhóis e os portugueses também dizimavam muitos índios, e há muitos casos em que os jesuítas defenderam os índios e pararam, né, esse ciclo de dizimação dos índios, né? Es ist aber, hat natürlich auch noch andere Aspekte. Es gibt natürlich sehr, sehr viele historische Ereignisse, dass sozusagen Portugiesen und Spanier versucht haben, Indianer eben körperlich auszulöschen und dass die Jesuiten sich also vor sie gestellt haben und sie verteidigt haben. Ja, ich wollte mich erstmal bei den Regisseuren bedanken. Ich finde, euer Film transportiert unwahrscheinlich gut indigene Realitäten, soziale Ausgrenzung und Homosexualität. Danke. Und genau das sind Themen, die die jetzige Putschregierung in Brasilien aufs Äußerste bekämpft. Und viele Brasilianer in Brasilien und auch viele Brasilianer in Deutschland sind im Prinzip mit diesen Prozessen der Entdemokratisierung und des sozialen Abbaus sehr besorgt. Que isso são assuntos muito atuais atualmente, o golpe que houve no Brasil e muitos brasileiros no Brasil, como brasileiros aqui na Alemanha, também estão preocupados com a Fora Temer. Genau, und also es gibt hier in Frankfurt eine ganz tolle Gruppe von jungen Aktivistinnen, die organisieren hier diese Veranstaltung, Levante. Das ist ein Seminar, wo sozusagen es darum geht, darüber aufzuklären, was da eigentlich gerade in Brasilien passiert und was für Entdemokratisierungsprozesse da ablaufen. In Frankfurt gibt es eine Gruppe von Aktivisten, die chamam-se Levante, que discutem sobre a realidade e como reagir frente a ela. Und ich dachte, ich nutze jetzt diesen Moment, um das anzukündigen, weil hier viele Leute sitzen, die sozusagen eine enge Beziehung zu Brasilien haben und weil das ein Thema ist, was uns alle was angeht und was uns früher oder später, wenn wir mit Brasilien in Kontakt stehen oder in Brasilien leben, betreffen wird. Und deswegen fühlt euch herzlich eingeladen, zu dem Levante am 28.11. zu kommen. E no dia 28 de novembro tem uma reunião deles e todos estão convidados para... Queria falar, mano. Eu não quero fazer aqui proselitismo, nem citar nenhum tipo de manifestação, embora eu acho que seja muito democrático fazer manifestação, mas eu acho que o mundo tem que ajudar a gente, viu? Porque o Brasil, eu tô com medo, o Brasil pode se tornar... um país de direita fundamentalista. Nós acabamos de ter um prefeito eleito no Rio de Janeiro que é pastor da igreja evangélica. Isso me assusta muito. Pela mentalidade que isso quer instituir no Brasil, né? Que é uma mentalidade de perseguição a minorias, que é uma mentalidade de perseguição a outras religiões, totalmente antidemocrática. E eu acho que todo mundo tem que perceber o que está acontecendo com o Brasil, que é um país democrático, é um país que alcançou um certo iluminismo até em relação aos países latinos, né, do hemisfério sul e tudo mais. E agora está tendo esse retrocesso horrível. Desculpe, mas... Er sagt, er möchte hier ja eigentlich sozusagen nicht große politische Kampagnen lostreten, aber er sagt, die Brasilien braucht die Unterstützung der Welt, weil das, was sich zurzeit dort tut, macht ihm doch sehr große Sorgen. Als Beispiel führt er an, dass der neue Gouverneur vom Staat Rio de Janeiro also ein evangelikaler Pastor ist und das sind sozusagen Sekten, die also alle anderen Religionen mehr oder weniger sozusagen verfolgen und denen also politische Macht zu geben, ist also etwas, was er ganz furchtbar findet. E fora também essa questão que esse impeachment mentiroso, esse impeachment falso, né, que foi feito só para tirar uma presidente legítima que estava ali, eu não quero nem questionar o governo Dilma, se era bom, se era ruim, mas eu estou questionando o impeachment, né, e eu acho que também a gente não pode também muito nesse assunto, mas eu acho que vocês têm, muito bom ver brasileiros se reunindo para questionar o que está acontecendo no seu país.
Und er möchte dabei also auch zitieren, dass das Impeachment, was es gegen die Präsidentin Dilma gab, ohne jetzt sozusagen über die Qualitäten von der Präsidentin Dilma irgendwas zu sagen, aber die Tatsache, dass dieses Impeachment eine demokratisch gewählte Präsidentin also aus der Regierung gehoben hat, ist sozusagen etwas, was ihm doch sehr große Sorgen macht für die brasilianische Demokratie. Brasilien ist also ein demokratisches Land. Und dieser Rückbau von Demokratie beunruhigt ihn. Não, eu tinha um comentário só para fazer, porque é um outro registro totalmente diferente. O que mais me chamou a atenção no Anderson, personagem, é uma. O que me parece ser uma profunda tristeza sempre. Ele está sempre mais impressionado pelo lado, não digo negativo, mas pela ausência de alguma coisa nas duas comunidades. Ele está sempre, de alguma maneira, triste pelo que falta na comunidade indígena, ou da cultura indígena, o que não está trazendo para ele, e quando ele está na comunidade dita branca, ele tem de novo essa mesma tristeza, essa mesma decepção pelo que não está lhe satisfazendo. E ao mesmo tempo, é a mesma coisa que nota quando ele está num relacionamento homossexual ou quando ele está com um relacionamento heterossexual. De novo, ele tem mais tristeza pelo que falta do que alegria pelo que ele conseguiu. Isso é uma característica do personagem ou você acha que isso é inevitável naqueles que transitam pelas duas comunidades? Die Dame möchte noch einmal an dem Film kommentieren, dass das überwiegende Moment, was bei Anderson vorliegt, ist die Traurigkeit. Traurig, dass er noch nicht sozusagen in die weiße Community passt, aber Traurigkeit, dass er nicht mehr in die indianische Community passt. Und das Gleiche äußert sich natürlich auch über diese Traurigkeit bei den verschiedenen sexuellen Erfahrungen, die er hat. Und die Frage, die sich jetzt anschließt, ist das sozusagen eine Sache, die sozusagen der Film nur fiktional beifügt, oder ist das eine Konstante in diesen Völkern, die sozusagen zwischen den Kulturen wechseln? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta crucial nesse filme. E essa tristeza que ele sente, eu acho que é uma tristeza universal também. Embora o filme trate de questões muito específicas, há uma tristeza universal no jovem, que o Anderson também compartilha, mas é muito evidente porque ele está no limiar entre duas culturas, entre duas raças, entre duas preferências sexuais. Então, ele é uma figura num turbilhão de dicotomias. Né? E ele, além de triste, ele está confuso. Né? E pior que isso, eu acho que ele acaba assimilando uma certa leviandade, que eu acho que vem do lado branco, porque nós brancos já, às vezes, temos que fazer o meia-culpa, nós massacramos outras ideias, outras culturas, e com a maior leviandade possível. E ele já está começando a assimilar isso. Vielen Dank für diese Frage. Die Frage ist also, geht ganz zum Kern des Films. Und natürlich ist sozusagen diese Traurigkeit ein Element, was also die Person Anderson die ganze Zeit sozusagen begleitet, weil er sozusagen in den Situationen, wo er sich zwischen zwei Kulturen fühlt, sich konfus ist und sich nicht orientieren kann. Er würde sogar sagen, dass sozusagen er im Kontakt mit der weißen Kultur eine gewisse sozusagen einen gewissen Sittenverfall sozusagen verspürt, eine Leichtigkeit, die also sozusagen zu seiner herkömmlichen Kultur nicht gehört. O Anderson também, eu acho que ele é o anti-herói na concepção mais goetheana possível. É um Werther de Goethe.
Ele tem também ele traz um pouco as questões dos rituais e da tradição, também tem um lado do drama do cinema mesmo, do drama colocado no cinema, na literatura, eu acho que traz também isso, mas é um ser humano que está entre duas posições sempre, né? Er vergleicht Anderson mit sozusagen dem gleichen Leiden, was also den jungen Werther bei Goethe befällt, nämlich dass er sozusagen ständig zwischen zwei in seiner Identität zwischen zwei Stühlen sitzt. Meine Frage ist eigentlich damit ein bisschen beantwortet schon, denn das Einzige, was ich noch wissen wollte oder was ich vielleicht verpasst habe im Film. Ich war unter dem Eindruck, dass in den letzten Dekadas, in den letzten Jahrzehnten eigentlich so ein Selbstbewusstsein zurückgekommen ist oder eine gewisse, ein Orgulho aufgetaucht ist, ein Proud für die von den brasilianischen Indios, dass sie also eigentlich ein neues Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und das kam für mich in diesem Film irgendwo, oder ich habe es verpasst, kam irgendwo nicht so durch. Ele sempre teve a impressão que as comunidades indígenas nos anos recentes tinham, como é que é, sentido uma autoafirmação mais forte, um certo orgulho também, e ele não encontrou essa tendência no seu filme, o que espantou ele. Sim, eu acho que, principalmente na juventude do indígena, eu vejo, não só agora, não só falando do urbano, do indígena urbano, mas eu, até dos que habitam a aldeia, se você for fazer uma pesquisa mesmo atual, realista, aumentou o número de suicídio, aumentou o número de alcoolismo nas aldeias indígenas. É uma falta de perspectiva, que é, como eu falei, primeiro universal e depois muito específica mesmo. Porque esse choque cultural do índio, eu nem imagino como é que seja, porque eu não sou índio. E deve ser uma coisa muito traumática, muito difícil, né? E ela citou a tristeza. E eu acho que isso também mexe com o orgulho deles, com a autoafirmação deles. Wenn man heute forscht in den indianischen Communities, stellt man fest, dass also der Hang zum Selbstmord, der Hang zum Alkoholismus sehr stark zugenommen hat, weil vor allen Dingen die jungen Indianer sich also ganz besonders sozusagen verloren fühlen und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen können. Und das sozusagen versucht dieser Film auch zu transportieren. Não. Não é uma questão de marketing. Eu acho que realmente é uma campanha de apreço, de consideração àquele povo indígena. É uma campanha do branco olhar e dizer: eles precisam de ajuda, estão matando os Guarani Kaiowá. Eles estão sendo também dizimados por ruralistas, por grandes coronéis de fazenda, sabe? Donos de fazenda. Die Bewegung zur Selbstbestimmung der Indianer ist natürlich nicht nur sozusagen eine Marketingkampagne, wie vermutet wurde, sondern natürlich auch sozusagen einfach eine Verteidigung gegen sozusagen die Aggression, gegen die Ruralisten, die also sozusagen Indianerstämme umbringen, weil sie an deren Ländereien wollen. Und insofern hat das schon einen anderen politischen Hintergrund als nur Marketing. Sim, é essa a ideia. Inclusive, eu sugiro que, quando vocês tiverem a oportunidade, um dia, tem um documentário que acabou de passar, estava junto com a gente no Festival de Brasília, chama Martírio, e é do Van Sancarelli. É um documentário de 3 horas de duração incrível sobre a questão dos Guarani Kaiowá, ela remonta até desde o descobrimento do Brasil até essas bancadas ruralistas e evangélicas que tem no Congresso Nacional lá no Brasil, e que
tantos anos de massacre em cima de um povo, né? Er möchte bei der Gelegenheit allen empfehlen, einen 3 Stunden langen Dokumentarfilm zu sehen, der auch zur gleichen Zeit wie dieser Film auf der Berlinale gelaufen ist, mit dem Namen Martyrium. Und die erzählt also die Geschichte. Ach so, auf dem Festival von Brasilia, in Brasilien, nicht Berlinale, Entschuldigung. Dort wird also die Geschichte der Guarani Kaiowas erzählt, welches ein Volk ist, was eigentlich seit der Entdeckung des Kontinents durch die Weißen massakriert und ermordet wird. Und dort wird das also lang und breit erzählt. Das ist ein sehr guter Film. Ja, ich wollte fragen, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee oder wie kamen Sie dazu, mit den indigenen Völkern zu arbeiten? Gostaria de saber como você teve a ideia ou chegou a trabalhar com os indígenas ou a filmar a vida deles. Como chegou a... Já falou em alemão. Os atores indígenas com que eu trabalhei nesse filme, eu já havia trabalhado num curta, onde eles têm um papel protagonista também, que se chama Cachoeira, que é um curta muito interessante, que aborda a questão do alcoolismo e do suicídio. Ich habe Schauspielern dieses Films bereits für einen Kurzfilm gearbeitet, der, schau mal, Cachoeira. Der Cachoeira, das heißt Wasserfall heißt, in der die Probleme sozusagen des Alkoholismus bei jungen Indianern behandelt werden. E também no meu longa anterior, aí já um pouco menos com os índios, né? Que foi a Floresta de Jonatas. Então eu já havia trabalhado com eles e me aproximado muito do universo deles ali, do urbano, né? Não fui para aldeias, já conheci aldeias no passado, mas assim, a minha aproximação é mais com esses indígenas urbanos que são de etnias que também vivem no interior, né? Und über diese Arbeit habe ich den Kontakt bekommen zu diesen verstädterten Indianern. Sein Zugang ist ja hauptsächlich der verstädterte Indianer, obwohl er natürlich auch Indianerdörfer im Regenwald kennt. Aber das ist an sich nicht der Indianer, den er thematisieren will, sondern den Verstädterten. Und das hat er sozusagen bei der Herstellung dieses Kurzfilms entdeckt und hier sozusagen dann erweitert. Eine letzte Frage und dann... Parabéns pelo filme. Obrigado. Eu queria saber a respeito das ONGs, que é um tema, né, que surge também, e eu queria saber qual que é a sua experiência, porque eu acho difícil saber qual que são as ONGs que realmente fazem trabalhos bons e quais são aquelas que são nocivas. Então... Eu também. Die Dame möchte fragen, wie er einschätzt. In dem Film kommt ja eine Aversion des Indianers gegen NGOs vor. Und sie möchte fragen, wie seine Einstellung dazu ist und wie man unterscheiden kann zwischen NGOs, die sozusagen gute, positive Arbeit machen, und solche, die sozusagen einfach nur den Indianern also sozusagen negative Erfahrungen bringen. Sim, é uma questão. Eu até gostaria de abordar isso num documentário, porque é um assunto que merece um filme só sobre isso. Eu já ouvi muitos lados dessa questão das próprias ONGs. Eu tenho amigos que são de ONGs. Já li também muito sobre. Eu e o Fábio já lemos muito sobre isso. E já ouvimos muitas histórias também dos índios. Existem certas ONGs que realmente fazem um trabalho magnífico, assim, de. É um trabalho que tem respeito ao indígena, que defende o indígena, mas há outras que, de certa forma, entraram num caminho meio de exploração maquiada da coisa, né? Das Thema ist so groß, dass ich auch vorhab, mal einen Dokumentarfilm darüber zu drehen. Er hat also Kontakt zu sehr vielen NGOs gehabt und bei manchen bewundert er deren Arbeit, was also sozusagen wirklich ganz besondere gute Ergebnisse bringt und gute Ideale hat. Andere sind also reine Ausbeutungsmaschinen, die sozusagen geschminkt werden als NGO. Beide Sachen gibt es. Eu acho que a ONG ela não pode ser uma intermediária do índio, ela, dos povos indígenas. Ela tem que atuar como uma
promotora de prover recursos para os índios, né? E não uma intermediária. O que eu quero dizer, por exemplo, eu já conheci relatos de indígenas que fabricavam artesanato e que a ONG promovia esse artesanato, vendia o artesanato, ficava com uma porcentagem. Daí que vem, isso eu acho terrível. Eu acho que, e o índio, ele eu conheço índios que são muito... tem uma iniciativa muito mais positiva nesse ponto aí. Eles não precisam de intermediários. Eles fazem a venda dos produtos dele direto. No exterior, por exemplo. Esta Meinung, dass die NGOs in keinster Weise die Mittler sein sollen zwischen Indianern und den Weißen, weil es gibt also sehr viele NGOs, die sozusagen diese ganze Kunsthandwerk, was Indianer fabrizieren, übernehmen und gegen einen gewissen Prozentsatz, so steht es auf dem Papier, dann das also weiterverkaufen und international vermarkten. Und in Wirklichkeit werden die Indianer dabei natürlich ausgebeutet. Und viele Indianer erkennen das und sind dann natürlich entsprechend sozusagen wütend darauf, und das ist natürlich ein Negativbeispiel für NGOs, und die besten NGOs nach seiner Meinung sind solche, die sozusagen den Indianern helfen, sozusagen mit dem Leben besser zurechtzukommen, aber nicht solche, die sich sozusagen vermitteln zwischen sie und den Markt stellen. Bom, queria agradecer a presença de todos, só fazer um pequeno anúncio. Bom, o programa do festival todo mundo já pegou, se não, ainda tem folhetos ali fora. E eu queria, eu sei que tem vários filmes, é difícil ver todos os filmes, mas para quem se interessou por essa questão indígena, tem um filme específico, o filme boliviano Ivy Marei, Land Without Evil, que passa amanhã às 22h30 aqui nessa mesma sala, e que também toca nessa relação entre os indígenas e os brancos. Zum Schluss möchte ich mich bedanken, dass Sie alle so lange geblieben sind, und außerdem noch darauf hinweisen, dass in den nächsten Tagen auch sehr viele Filme von Dias de Cine laufen, auch unter anderem mit dieser Thematik, und insbesondere morgen läuft ein Film, der heißt Ivy Marei, ein bolivianischer Film, der also auch sozusagen die Probleme indianischer Gemeinschaften in der modernen Welt behandelt. Eu queria agradecer muito mais uma vez a minhas queridas amigas e amigos do Dias de Cine pelo convite. Essa noite eu não esquecerei tão fácil. Foi muito obrigado a vocês pela conversa franca que nós tivemos. E é isso aí, o filme é para isso, é para suscitar a conversa, a discussão e mostrar que o Brasil é esse país maravilhoso, né? Com muitas faces e tudo mais. Er möchte sich nochmal außerordentlich bedanken für diesen faszinierenden Abend und seinen Dank besonders aussprechen den Freundinnen, die das hier alles organisiert haben. Er ist der Meinung, dass er den Abend nicht vergessen wird, und möchte zum Schluss eben nochmal empfehlen, dass man möglichst gut über die brasilianische Realität spricht und zeigt, dass Brasilien ein Film mit sehr viel differenzierten Aspekten sind, die sich lohnen zu betrachten, die sich lohnen betrachtet zu werden. Vielen Dank, Carlos Frederico, Sérgio, e obrigada pela presença de todos.